Mit ihren Kids, Madonna feiert jüdische Fest Chanukka. Madonna, 64, genießt die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern. Mit dem Fitnesstrainer Carlos Leon, 56, durfte die Pop-Ikone 1996 ihre Tochter Lourdes, 26, auf der Welt begrüßen. 4 Jahre später bekam sie dann mit ihrem zweiten Mann Girici, 54, Söhnchen Rocco, 22. Nachdem die erste Ehe mit Sean Penn, 62, kinderlos blieb. In den Jahren darauf adoptierte die Sängerin ihre 4 Kids David, 17, Marzi, 16, und die Zwillinge Stelle, 10, und Estere, 10. Jetzt genoss Madonna mit ihrer ganzen Rasselbande das jüdische Fest Chanukka. Am vergangenen Montag teilte die Material Girl-Interpretin in mehreren Instagram-Stories Fotos und Clips von der Familienfeier mit ihren Kindern. Madonna wünschte ihren Followern ein frohes Chanukka. Während sie Aufnahmen von ihrer Familie beim Anzünden der Menorah und beim Tanzen zu festlichen Liedern zeigte. Nur ihre ältesten Kids Lourdes und Rocco schienen den Familienabend nicht mitzuerleben. Entgegen ihrer früheren Beziehung zur jüdischen Religion erklärte Madonna 2015, dass sie sich nicht als Jüdin identifiziere und auch keiner bestimmten Religion angehöre. Ich verbinde mich mit verschiedenen rituellen Aspekten verschiedener Glaubenssysteme. Und ich sehe den verbindenden Faden zwischen allen religiösen Überzeugungen, stellte die 64-Jährige in einem Interview mit The Independent klar.